Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Silberfeld Games and More. Ich bin der Flo, wir spielen Kingdom Come Deliverance. Wir sind auf dem Weg nach Merholyet und wollen die Seuche dort bekämpfen. Zu Beginn sei noch gesagt, wenn ihr das ganze Video hier, wenn euch das gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr dürft gerne das Video auch kommentieren, den Kanal abonnieren, das Video teilen und mit Freunden, Bekannten, Verwandten Interaktion 2019, das wäre mir wichtig. Danke dafür. Wir haben zweimal Heilmittel gebraut hier für die Merholyetter und haben dann noch mal 4 Stunden geschlafen beim Schmied schnell da in der Ecke. Aus den Gründen, weil Heinrich müde war und ja, ich denke, dass wir auch ein bisschen Schlaf verdient haben. Die Nacht war recht lang. So, ich würde sagen, wir fangen mal direkt hier bei Melchior an, glaube ich. Eventuell der Bruder Nikodemus und Johanka sind wohl schon hier. Aber hier geht es ja schon wieder einigen gut, oder? Hier, Melchior, mit dem reden wir mal. Der repariert schon wieder seinen Es Zaun. ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ja. Ich habe herausgefunden, was die Ursache der Krankheit sein könnte. Und? Ihr solltet euer Trinkwasser überprüfen. Nikodemus und ich denken, dass es auf Gift hinausläuft. Wäre nicht leicht, die Quelle zu vergiften, aber was ist mit dem Brunnen? Oh Gott, ich fasse es nicht. Ich habe einen Verdacht. Den Schwein genützt also nicht, dass der junge Stroh hin ist. Diese Bastarde! Okay, das war jetzt nicht sehr hilfreich. Wir gehen mal hier kurz rein, ob wir mit seiner Frau. Jetzt liegt die wohl da drüben. Ach, hier ist auch Joanka. Man kann aber mit ihr nichts machen. Nein, mein Gott. Wir schlafen. Gut. Der hier scheint es gut zu gehen. Gucken, ob wir mit ihr irgendwie reden können. Was ist hier geschehen? Das blanke Aber Jesus, es ist auch der alles Allmächtige. dasselbe wie beim letzten Danke, Mal. das ist alles. Gut, Auf Wiedersehen. dann Wofür bestrafst du mich? kann man jetzt mit Joanka reden? Nee, jetzt ist gerade aufgestanden, aber okay. Dann würde ich sagen, wir versuchen es mal noch bei Matthias. Und wenn nicht, wir haben jetzt hier keinen weiteren Hinweis eigentlich. Bruder Nikodemus scheint nicht da zu sein. Gucken, was Matthias dazu sagt. Aber hier ist auch niemand da. Brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mit ihm zu reden. Ja, ich hätte gerne den Leuten mal das Gegengift gegeben, aber irgendwie will das keiner. Bruder Nikodemus? Ah ja, hier bist du. Mit ihm können wir reden, okay. Er hat sich nicht mehr was angezogen. Er ist gleich losgeeilt. Also, hier bin ich. Wie ist die Lage? Tipptopp-Einsatz. Leider nicht allzu gut, Junge. Hast du das Heilmittel? Ja, hier ist es. Ich werde 4 Dosen nehmen, du den Rest. Mein Ich kümmere mich um Strohs Junge, Familie und du ich übernimmst ertrage das Melichas nicht Frau mehr. und die anderen. Sie lassen mich nicht zu dem Gefangenen. Sie wollen, dass er leidet. Okay. Auch wenn er schlimme Dinge getan hat, aber eine sterbliche Seele so zu behandeln. Lass ihn ruhig sterben, nachdem ich ihn Schmerzen gefragt sind zu habe. stark. Okay. Vielleicht kann ich Sie überzeugen. Ich habe Ihnen Hilfe versprochen und mein Wort gehalten. Sie müssen mich zu ihm lassen. Mag sein, aber in der kurzen Weile, die ich hier bin, habe ich festgestellt, wie verstockt die Leute hier sind. Möge Gott über dich Heilige wachen. Maria. Nun gut, Schmerzen sind ich zu habe jetzt schon stark. gedacht, weil er sagte, ich brauche 4 davon. So von wegen, ich habe ja nur 2 gemacht, ne? Mach mal noch 2 oder so. Das wäre wohl ein bisschen blöd. Gut, jetzt gehen wir dann mal zu Mechios Familie. Vielleicht will er es jetzt haben. Mal gucken. Ich Ja. habe euch Hilfe gebracht, wie versprochen. Sicher lasse ich dich, natürlich. Mein Junge, wenn dein Trank wirklich gegen diese Geißel hilft, hast du im Dorf freie Hand. Na, wunderbar. Ob ich die Seuche besiegen konnte, wird sich erst zeigen. Es wird ein paar Tage dauern, ehe das Heilmittel seine Wirkung zeigt. Ich weiß, aber allein die Tatsache, dass es jemanden kümmert. Genau. Das denke ich auch. Danke, lieber Herrn Ratzig. Danke nicht mir. Kümmere dich lieber um deine Frau. Komme nie wieder in die Quere. Danke, Bruder Nikodemus. Ja. Danke, Herrn Ratzig. Es war sein Wille, dass euch geholfen wird. Herr Ratzig ist ein guter Herrscher. Nie Das wieder verliere ich ein denke ich nämlich schlechtes. auch. Jetzt öffne den Sch Gott behüte. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Schlüssel bekommen habe oder ähnliches, aber ich würde auch gerne eigentlich mal. Ja, weiß ich nicht. Wir haben nach wie vor das große A dort oben. Im Bereich gucken, was die Seuche auslöst. Also es muss ja irgendwie mal gucken, wo ist denn hier mein
Mein Kreuz ist schon wieder nicht da. Ach da. Steuerkreuz. Verhöre den Gefangenen. Okay. Gib den Kranken das Heilmittel. Gut. Das machen wir vielleicht mal noch zuerst. Könnte ich hier irgendwie ihr was geben oder so? Nein, mein Bianca. Gott. Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Das ist ja jetzt blöd. Ich weiß nicht, wie ich denen das geben soll. Kann ich irgendwie. Das mache ich nur stehlen und dann kriege ich wieder Mecker. Das ist ja blöd. Jetzt gucke ich mal. Ich glaube, hier war keiner krank im Pferdehaus, oder? Nee, nee, nee. Da lag nur der tote oder verprügelte Matthias, nenne ich es mal. C. Okay. Gucken wir hier mal nach vorne. Hier war doch auch noch einer, glaube ich. Oder hier war sogar ein ganzes Haus voll. Ach, er hier, genau. Reden mit Vincent Du bist mal. zurück. Natürlich. Ich Wie hatte keine Zeit. versprochen. Hast Ja, du das natürlich. Testament über. Ja, habe ich auch. Ich Es habe es dem liegt sicher, Pfarrer Gott sei gebracht. Dank. Keine Sorge. 300 Ich habe ein Groschen. Heilmittel aus Nochmal. Sasau. Trink das. Ein Heilmittel? Okay. Du hast Hände aus Gold. Aus purem Gold. Gott segne dich. Wunderbar. So, dann sind, glaube ich, die hier alle versorgt. Dann mussten wir jetzt hier noch mit dem, meinem Bruder. Mit Melchior haben wir ja gesprochen, glaube ich. Wie gesagt, viel mehr Häuser gab es nicht. Ich glaube, hier einmal war es noch die. Aber die müsste ja nichts mehr haben, weil der ist ja schon gestorben. Wir reden trotzdem mal kurz mit ihr, mal sehen, ob sie noch irgendwas zu sagen hat. Aber sie scheint auch gar nicht da zu sein. Mal gucken. Hier liegt sie. Jetzt ist sie auch krank, ja. Du bist zurück? Das war Ja, klar. und ich habe etwas, das dich gesagt. Guter Gott im Himmel, trink das. Okay. Danke. Wunderbar. So, haben wir sie auch gesund oder versorgt, würde ich es mal so nennen. Und der Krämer war hier noch. Mein Bruder, mein Bruder. Okay, da sitzt er noch. Bruder, bist du es? Wir müssen den Schlitten anspannen. Ja, den Schlitten. Ja, Trink du den nur das. Schlitten. Ist das Weihwasser? Ist Ja. es? Trink etwas. Okay. Habe ich jetzt einen vergessen? Wir müssen mal überlegen. Wir sind hier noch immer mit einem C befangen. Da waren wir jetzt drinnen. Strohs Familie hat er gesagt, macht er doch. Da muss man Matthias auch was geben? Ich weiß nicht. Wir gucken mal noch, ob wir mit ihm hier reden können. Stroh. Lasst mich doch alle in Ruhe. Mensch, du Saftsack. Ob wir ihm noch Bericht erstatten müssen? Nee. Alles Gute. Das ist ja jetzt wieder blöd, oder? Ob wir den Gefangenen auch heilen müssen, das kann natürlich auch sein. Die Scheune ist jetzt schon auf. Hier liegt er einfach so rum, oder was? Jetzt warten und sehen, was passiert. Okay. Warte, ob das Heilmittel hilft. Okay, jetzt habe ich Oh alle. mein Gott! Genug! Ich ertrage das nicht länger! Ob ich hier ran kann oder ob er mich dann verpfeift. Na gut. Schließen wir mal wieder die Scheune. Dass er hier nicht abhaut. Ja, aber das Questlog ist nach wie vor da. Das ist ja ein bisschen blöd. Warum? Ist denn das so? Ich habe doch jetzt eigentlich alle versorgt, oder bin ich blöde? Mal nochmal auf die Karte gucken. Gib den Kranken das Heilmittel. Okay, wir waren hier. In dem ersten Haus. Da saß dieser Vincent. Hier war der Dings, den Melchior. Die haben wir versorgt und hier Bruder, Bruder. Das ist eine Scheune, oder? Ich glaube schon. Ach, blöd. Wir reden mal mit dem Melchior noch. Mit dir hier können wir nicht drüber reden. Das macht doch hier aber Joanka. Hier können wir auch nicht reden. Grüß dich, Heinrich. Hallo, meine Gute. Hier klopft was. Blöd. Es nervt mich ein bisschen, ich weiß nicht, was das soll. So, dann gucke ich doch mal hier hinten noch, ob das hier noch ein Haus war oder nicht. Nee, das ist eine Scheune.
Im Gestüt, da hatte keiner was. Oder zumindest hat Matthias ja nichts gesagt, oder? Ne, wir sind jetzt auch aus dem Bereich raus. Ja, das ist doch echt ein bisschen blöd. Noch kurz mit Matthias quatschen, ob er was braucht, aber ich glaube nicht. Nee. Das bringt nichts. Wo kriegen sie denn ihr Wasser eigentlich her? Ich nehme ja eigentlich an, hier aus dem Teich, oder? War hier nicht unten, sondern... Ja, hier. Aber das... ist ja nicht unsere Aufgabe, das zu untersuchen, oder? Interessanter Ort mal wieder. Da finden wir doch wieder nichts. Ja, wie lange sollen wir jetzt hier warten? Das ist eine gute Frage wahrscheinlich. Was macht den Ort hier interessant? Ach so, das ist nur das. Ja, Schnapsdrinne, toll. Wir müssen immer noch irgendwie hier allen helfen. Verstehe ich nicht. Hier bringt es nichts. Bringt einfach nichts Neues. Ja, hier hinten ist einer. Ist das der Melchior-Typ? Der ist ein Dorfbewohner. Guten Tag. Ja, mit dem habe ich doch schon gesprochen, ganz am Anfang. Bescheuert. Hat er auch gerade was gehämmert? Ist auch ein interessanter Ort. Was macht den jetzt so interessant? Kann ich nicht nachvollziehen. Es ist diese Bank, die interessant ist. Okay. Nee. Ich weiß nicht weiter hier. Hier können wir rein. Das ist interessant, dass wir hier reinkommen. Das gibt es nicht so häufig. Hier oben können wir auch rein. Ja, cool. So eine Karotte drin, ne? Huch. Das war mein Schatten gerade. Ich dachte, da läuft ihr immer. Krass. Scheiße, Alter. Na gut, dann jetzt nochmal nach dem hier. Passiert nichts. Wir wissen, ob das hier sein Inventar ist in der Truhe. Ob sie das da eingesperrt haben. Boah. Bestraft für. Okay, heimlich töten, umhauen, stehlen. Nee, das wollen wir alles nicht. Mal was aufmachen. Oh. Hier ist ein bisschen mehr drin. Salz. Untersuchen, Wasser. Das müsste ja dann verseucht sein. Okay, er ist nach wie vor, aber... Hey. So war das jetzt nicht gedacht. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen kurzen Cut, weil ich weiß jetzt echt gerade nicht, was ich machen muss. Ich muss diesen Melchior-Typ finden. Der hier irgendwo rumhämmert, aber ich finde ihn gerade nicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ihn habe. Möge Gott dich behüten, Heinrich.
Und? Ihr solltet euer... Ja, nicht gleich. Ich habe einen Verdacht. Den Schwein gen... Alles Gute. Okay, Leute, ich bin jetzt hier nur ein bisschen rumgelaufen, habe geguckt, ob ich noch mal irgendjemanden finde, dem ich vielleicht auch nicht kein Heilmittel gegeben habe. Und jetzt kam gerade die Benachrichtigung. Guck nach dem Banditen. Dann wollen wir doch mal gucken, ob es ihm besser geht, dem Strolch. Willkommen zurück unter den Lebenden. Wer bist du? Das sehe ich nicht an. Das geht euch nichts an. Ich stelle hier die Fragen. Ganz nach meinem Geschmack. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Ich möchte, dass es schnell geht. Will den Rataya Henker nicht unnötig aufhalten, wenn du verstehst. Ich verstehe. Zeit. Was willst du wissen? Alles. Alles. Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Dem Gold, Junge. Jeder andere auch. Das ist nichts Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht. Wie alle in Pribislawitz. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und der lässt es münzen. Wer von den Banditen ist der Anführer? Denkst du, er wäre ein Bandit? Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken. Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist. Okay. Ein Fremder also? Ist er Deutscher? Glaube ich nicht. Aber sicher kein Tscheche. Und er hat Geld wie Heu. Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist. Wegen seinem Aussehen? Ja, seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden. Aber er redete daher wie einer. Okay. Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer. Nach Pribislawitz befahl er uns, Meerheue zu überfallen. Kam aber nicht mit. Ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet. Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle? Was sagst du? Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislawitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Es war ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Okay, tja, richtig viel wissen wir jetzt aber auch nicht. Woher wusstest du von Pribislawitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Morcock. Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Wir kamen ins Gespräch und er
erzählte mir von Pribislawitz. Wozu der Angriff auf Merhujet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Pribislawitz war erst der Anfang. Okay. Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Pribislawitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Meinhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna, bei der Kreuzung. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Meinhard dort. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er könnte von Pribislawitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen. Interessante Sache. Weiß Meinhard, wo das Geld herkommt? Und weiß Meinhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, so wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann gingen wir getrennte Wege. Na gut, dann sollten wir da mal gucken. Wer weiß noch von dem Geld? Was hast du noch ins Lager? Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Meinhard, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen. Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Briefe für den Anführer. Meinhard gab sie mir und diesmal sollte ich Meinhard auch eine Antwort überbringen. Okay, gib mir die Antwort. Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Dann her damit. Mit Freuden. Er ist auf jeden Fall sehr hilfsbereit, also. Ne? Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie leben. Na gut, das war auch klar. Okay. Das geht. Mehr muss ich fürs Erste nicht wissen. Fürs Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Ich glaube dir sogar. Die Entscheidung obliegt Herrn Ratzig. Du hast mir geholfen. Ich lege ein gutes Wort für dich ein. Na gut. Das ist Herrn Ratzigs Entscheidung. Okay. Würde ich sagen, wir lesen mal noch den Brief zum Abschluss. Heinrich, der alte Stroh will sich den Räuber vorknöpfen. Tritt sofort beiseite, du junger Bursche. Aber du kannst mich doch nicht einfach umbringen. Halt's Maul, du mieser, dreckiger. Was machen wir jetzt? Ich will kein einziges Wort hören, du hast hier gar nichts zu sagen. Ich verstehe ihn irgendwie. Na komm, nach allem, was er getan hat, wird er seine Strafe nach Böcker. Verdammt nochmal nicht im Weg, Melcher. Heinrich muss das entscheiden. Schließlich hat er ihn gerettet. Na, ich denke, wir geben ihn trotzdem Herrn Ratzig. Jetzt hier zu sterben. Verhöre den Gefangenen in Merriott. Reden wir darüber. Mach, was du willst. Er kommt mit mir. Reden wir darüber. Ha! Der Dreckskerl hat mein... Hör mir zu, Stroh. Das hilft niemandem. Du bist ein anständiger Mensch, kein Mörder. Denk an deine Gattin. Und wo bleibt die Gerechtigkeit? Mein Junge, in seiner Blüte ermordet. Nicht mal heiraten konnte er. Und dieser Halsabschneider... Er bekommt seine gerechte Strafe. Genau, das denke ich auch. Glaubst doch nicht, Herr... Was kümmert mich, Herr Ratzig? Nicht mal meinen eigenen Sohn darf ich rächen? Dann nimm ihn. Nimm ihn mit. Und lass mich mit nichts als Trauer zurück. Ich schwöre, dass er für seine Tat... Schweig still und geh, bevor ich meine Meinung ändere. Wow, was willst du machen? Kriegst du wieder auf die Lichter, ey. Bring den Gefangenen in den Kerker von Ratai. Muss ich das jetzt machen, oder wie? Verstehe ich gerade nicht. Ich bringe dich nach Ratai. Bringe den Gefangenen in den Kerker von Ratai. Okay. Mal gucken, ob ich jetzt dann in Ratai aufwache. Ach ja, Tatsache. Wir machen jetzt eine Schnellreise nach Ratai mit dem Gefangenen. Okay, gut. Ich wollte eigentlich gerne in Merhujet bleiben, aber gut, dann werden wir gleich noch Herrn Ratzig sagen, was wir
rausgekriegt haben und wir müssen ja noch den Brief lesen. Und dann, ich glaube mich zu erinnern, dass ich auch selber schon mal so weit war. Sollten wir uns nach Rorfana begeben und ja, dort auf diesen Melchior warten oder wie er hieß. Menard war sein Name. Wobei jetzt natürlich hier ja, Stunden vergehen. Ich mir auch nicht vorstellen oder vorstellen kann, dass der Übergabe dann nach wie vor stattfindet, weil sie wissen ja, Privitslavitz ist dem Erdboden deich gemacht. Da steht schon wieder fast ein halbes Dorf und ich glaube nicht, dass der dort nach wie vor an demselben Treffpunkt warten wird. Wobei mich sehr, sehr interessiert, was in dem Brief steht. Ich denke, wir werden aber trotzdem ein gutes Wort für den einlegen. Was heißt ein gutes Wort? Er soll schon seine Strafe kriegen. Aber immerhin sollten wir erwähnen, dass er uns geholfen hat, vielleicht. Oder dass er so ziemlich redselig war. Vielleicht wird er dann nur gehängt oder nicht irgendwie zu Tode gefoltert oder so. Sowas in der Richtung. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Er war ja nur wirklich sehr, sehr redselig und hat uns, glaube ich, auch die Wahrheit gesagt. Der Stadtherrn hat sich beim Aussichtspunkt vom Tallenberg-Bericht beim Aussichtspunkt. Woher weiß er denn, dass er. Oder woher weiß ich denn jetzt, dass Herr Ratzig da steht? Komisch, komisch. Oh, ey, ich sag euch, wenn dieser scheiß Husten nicht bald weggeht. Okay, wir sind jetzt im Kerker. Irgendwo hier drinnen wird er sitzen. Jetzt speichert es wieder oder was? Oh Mann. Diese Ladezeiten hier, die Folge wird wieder überlang, aber es ist halt nur ja, hier so, dass sich das schwer einschätzen lässt, wie lang man so eine Folge macht. In 15 Minuten ist auch nicht viel passiert, ne? Da hast du ja manchmal ein Gespräch oder was drin. Wo sitzt der denn jetzt hier? Sehe ich ihn denn irgendwie so durch diese kleinen. Okay, Schlossknacken schwer, da sitzt er drin. Wir können aber auch nicht irgendwie mit dem reden. Gut. Er ist erstmal auf jeden Fall da, wo er hingehört, denke ich. Und Sichtpunkt, wie gesagt. Verkaufen oder ähnliches brauche ich nichts, weil ich nichts habe, glaube ich. Das ist mein Pferd. Ich höre es doch. Meine Fresse. Okay. Ja, wo ist jetzt hier der Aussichtspunkt an sich? Keine Ahnung. Ich glaube oben auf dem Berg irgendwo. Ja, genau, nee. Man könnte auch einfach mal so machen. Erstatte Herrn Ratzig beim Aussichtspunkt von Tallenberg Bericht. Ach so. Nicht beim Aussichtspunkt von Rattay stand er da aber gerade, oder? Gib den Kranken Heilmittel. Ja, habe ich das nicht allen gegeben? Wollen die mich verarschen? Irgendwie habe ich einen vergessen, glaube ich. Muss ich jetzt echt dahin reiten? Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir nochmal kurz einen Cut und sehen uns dann gleich quasi ja, beim Abschluss von der Quest quasi. Bis gleich, Leute.
Was ist nun? Ja. Ich könnte einen Happen vertragen. Geh dort nicht hin. Okay. Was will er von mir? Um Christi Willen, Junge. Ist dir dein Leben gleich? Ach Gott. Vielleicht könnte ich. Hörst du schlecht? Mach's gut. Okay, er wollte mich nur warnen. Ich wurde jetzt hier von der Schnellreise quasi aufgehalten und ich dachte, Himmel, was passiert ist. Aber er wollte mich ja anscheinend nur warnen, er rennt jetzt auch weg. Gut. Nicht so wichtig, wir sind fast da quasi. Aussichtspunkt von Thalenberg habe ich zwar noch nie so gehört. Aber es scheint ja hier oben irgendwo sein. Ich glaube, eine Art, wo man schön runtergucken kann auf Thalenberg, könnte ich mir durchaus vorstellen. Da man hier ja so ins Tal reingucken kann, da sieht man schon die Burg und ähnliches. Bin mal gespannt, ob er jetzt hier alleine im Wald steht oder ob er... Weil das kann ich mir schwer vorstellen. Aber wir sollten mal auch noch einen Happen essen. Ich habe zwar nicht mehr viel bei. Bisschen Dörrfleisch. Bisschen getrocknete Pilze. Ich habe immer noch die zweimal Heilmittel für Meriad im Inventar, also irgendwie ist es komisch. Okay, hier ist ein Lager. Ah ja. Gott schütze dich, Heinrich. Grüß dich. Oh, hier ist sein Pferd. Das ist eigentlich Vergleiche mit unserem. Ne, mit dem Pferd können wir gar nichts machen. So, wo ist er jetzt hingerannt? Ja, wollen wir doch mal mit ihm sprechen. Gucken, was er dazu dem Ganzen sagt. Ach, wir hätten den Brief vorher lesen sollen, ne? Können wir das mal noch schnell machen? Wartet mal, wir beenden mal das Gespräch. Questgegenstände. Brief des Gefangenen wollten wir ja lesen, ne? Lieber Mr. T. Punkt, als ich unsere Währungsreform mit dir diskutierte, sah ich gewiss nicht, wie sich die Situation entwickeln würde. Keinesfalls habe ich zugestimmt, dass die fraglichen Münzen zur Rekrutierung von Banditen und Söldnern aufgewandt werden. Entschuldigung. Um dadurch Gemetzel und Unruhen in den Provinzen hervorzurufen. Ach, das wollte er nicht. Aha. Es entbehrt jeglicher Vorstellungskraft, was passieren würde, wenn uns jemand mit diesem Massaker von Neuhof in Verbindung brächte. Ich verständige dich hiermit, hochlöblicher Herr, dass ich nicht beabsichtige, an weiteren Unternehmungen mit dir oder deinen Ressourcen teilzunehmen. Ich bitte dich eindringlichst, mit größter Zurückhaltung fortzufahren, da ich erfahren habe, dass ein deutscher Ritter aus Passau Nachforschungen über gefälschte Groschen in der Region anstellt. Dieser Ritter, so wurde mir gesagt, nachtätigt jederzeit, ach nächtigt, ich bin immer ein bisschen blöd, nächtigt derzeit in der Schenke zu Sasau. Okay, zu viele Augen blicken in unsere Richtung. Ich hoffe und vertraue darauf, dass du meine Entscheidung, unsere Zusammenarbeit zu beenden, verstehst und achtest. Mit tiefstem Respekt, es. Okay, also irgendjemand ist da schon auf der Suche nach den gefälschten Menschen. Sei gegrüßt, wieso bist du hier? Bin ich ja mal gespannt. Ein deutscher Ritter aus Passau. Ja. Ich bin aus Merho jetzt zurück, Herr. Wie sieht es dort aus? Ich habe aus dem Kloster Hilfe geholt. Bruder Nikodemus und Johanka aus Stalitz. Glücklicherweise gelang es Nikodemus, die Krankheit zu heilen. Zumindest sieht es bis jetzt vielversprechend aus. Dem Herrn sei Dank. Endlich gute Nachrichten. Was ist mit dem Gefangenen? Hast du ihn befragt? Er war auch krank. Hat er überlebt? Zum Glück überlebte er und ich konnte ihn befragen. Was hast du erfahren? Er brachte die gefälschten Münzen nach Pribislavitz. Erhalten hat er sie von einem Händler namens Menhard. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber ich weiß, wo das Geld übergeben wird. In der Nähe von Rovna. Und dieser Menhard sollte jetzt dort warten. Ausgezeichnet, Heinrich. Diese Gelegenheit dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Begib dich dorthin und nimm diesen Menhard in die Mangel. Warte noch. Es gibt da etwas, über das ich mit dir sprechen möchte. Okay, wollen wir ihm den Brief nicht zeigen oder was? Erstatte Herrn Ratzig. Ah ja, jetzt kommt noch ein schöner Abschluss. Boah, wunderbar, Leute. Guckt euch das wieder an, ne?
Und das im strömenden Regen. Ich wusste, du enttäuschst mich nicht. Nichts gegen Bernhard, Robert oder einen von den anderen. Aber keiner hat so viel herausgefunden wie du. Zumindest nicht ohne Prügel und Folter. Aber das funktioniert ja auch nicht immer. Ich schick der Himmel. Danke, Herr. Finde heraus, wer hinter all dem steckt, dann werden wir sie uns vorknüpfen. Ja, Herr. Herr. Was gibt's? Manchmal frage ich mich, was das alles zu bedeuten hat. Warum lässt Gott nur so etwas zu? Dieses Gemetzel und die nie enden wollende Rache. Eine schwierige Frage. Ich bin kein Theologe. Aber vor langer Zeit kam ich zu dem Schluss, dass wohl alles im Leben eine Prüfung ist. Das Leben ist eine lange Kette aus Problemen, die es zu lösen gilt. Je mehr wir lösen, desto bessere Menschen werden wir. So habe ich das noch nie betrachtet. Sieh dir nur diese ganzen verwöhnten Schnösel an, die keine Sorgen haben, wie der junge Herr Capon zum Beispiel. Allein der Gedanke an seine Regentschaft lässt mich erschaudern. Das Leben birgt immer neue Herausforderungen, doch wir müssen stark bleiben und uns ihnen stellen. Nun, begib dich nach Sasau und stell dich dieser. Verlass dich auf mich, Herr. Schön, wie sie da so zwei standen. Ich finde, Heinrich macht schon ganz schön was her, ne? Glück. Wie er so mit ihm spricht, fragt ihn so Sachen. Sie stehen sich schon doch nahe, die zwei, oder beziehungsweise hat er schon ein gutes Verhältnis zu seinem Herrn quasi. Okay, wir speichern das Spiel. An der Stelle würde ich mich bedanken fürs Zusehen, Leute. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Ich würde mich mega freuen. Natürlich auch über einen Kommentar und über ein Abo. Ihr könnt das Video auch gerne teilen und überall veröffentlichen, wo ihr möchtet. Und ja, wir sehen uns einfach hier, wenn es weitergeht bei Kingdom Come Deliverance. Ich bin der Flo, ich bin raus.